Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Mittlerweile mein Karton vom Goodiebox Adventskalender, den ich ja mittlerweile zu meinem Aufgebraucht-Karton umfunktioniert habe, ist voll. Ich muss ihn leeren, das heißt, ich muss das Video drehen. Wir haben zwar den Februar noch nicht ganz vorbei, heute ist jetzt der 25., wo ich es drehe, aber die drei Tage machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. So, ich fange mal an mit den größten, die ich hier habe. Und zwar habe ich einen Weichspüler leer gemacht. Einen meiner liebsten Weichspüler von Vernell, Hautsensitive Weichspüler. Spüler ist leider so ein Ding, ich sage es immer wieder, wo ich nicht drauf verzichten kann und möchte. Ja, mag es einfach sehr, sehr gerne. Und ich mag halt diesen typischen Wäschegeruch am liebsten und ja, da es und dabei eine beiden Männer so ein bisschen hautempfindlich sind, nehme ich sehr, sehr gerne diesen hier für sensible Haut. Ja, dann ist ein Putzmittel leer gegangen, was wir immer zum Wischen verwenden, und zwar den Sagrotan Allzweck- und Bodenreiniger. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich den finde, weil der ist bei DM Online, glaube ich, gar nicht mehr im Programm. Also ich habe ihn zumindest nicht mehr gesehen, auch nicht als ausverkauft. Keine Ahnung. So, ja, dann das nächste, was bei uns ständig leer wird, sind diese Taschentuchboxen. Die habe ich wirklich überall in der Wohnung stehen. Wirklich auf meinem Schreibtisch, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Flur, im Kinderzimmer steht eins, dass man wirklich gerade jetzt zu der Zeit schnupft hier eben immer irgendjemand. Und das heißt also, wir brauchen immer irgendein Taschentuch schnell zur Hand, gerade mit Kindern, und da sind diese Boxen einfach super. Ja, dann ist mein Lieblingstee, wo ich jetzt auch schon fast die nächste Packung auch schon wieder leer gemacht habe, den muss ich mir unbedingt nachkaufen, den New York Chai von Teekanne. Den trinke ich jeden Morgen, ich liebe den einfach. Also im Moment könnte ich nur den trinken. Ja, der ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr Chai-Tee kennt, der ist halt ja, Honig-Vanille-Aroma mit leichter Zimtnote. Richtig, richtig lecker da. Der ist auch so süß, da brauche ich überhaupt keine Süßungsmittel im Tee. Der schmeckt mir richtig, richtig gut. Dann habe ich eine Bodylotion leer gemacht. Die hatte ich schon vor meiner, ja, vor meinem Alverde-Monat, hatte ich die schon in Gebrauch und habe sie jetzt danach jetzt endgültig leer gemacht. Das ist eine von Bodies Pharmacy. Und zwar ist das eine Firma, die diese Bodylotion habe ich bei Nietzsche Beauty Lab bestellt im Sale. Da hat die auch, glaube ich, dann nur 2,95 Euro gekostet. Und die war echt gut. Also die ist geruchsfrei, ist aber super reichhaltig. Also wirklich auch für empfindliche Häute super gut geeignet. Ja, die mochte ich sehr, sehr gerne. Da hatte ich mir auch damals zwei von gekauft. Das war jetzt auch die zweite und letzte, die ich hatte. Ja, wenn ich die nochmal sehe da in einem Sale, dann werde ich sie mir bestimmt mal bestellen. Ja, dann ist ein Produkt von meinem Kind leer gegangen. Das hatte ich bei DM gekauft. Er liebt einfach in der Badewanne. Das ist ein Formschaum. Das ist im Prinzip wie ein Rasierschaum, nur halt ohne diese typischen Duftstoffe da drin. Das mache ich ihm dann immer in so eine Schüssel rein in der Badewanne und dann spielt er total gerne damit. Ne? Da kann er kugeln, das bleibt halt wirklich wie so Rasierschaum, bleibt es in Form. Da machen wir mal einen Schneemann daraus. Ich habe den auch noch, der war jetzt weiß von DM. Rossmann hat das mittlerweile auch. Hatte ich vorher nie gesehen. Also das hatten sie bei DM mal letztes Jahr auf so einem Extraständer stehen. Ist teuer, aber er hat so einen Spaß dran. Hatten sie jetzt bei Rossmann in Blau und Pink. Habe ich ihm auch beide gekauft. Und dann mischen wir das immer so ein bisschen. Dann kriegt er mal einen Blau und einen Links. Und ja, werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ach so, guck mal, da habe ich jetzt schon gesagt, ich habe noch einen New York Chai Tee leer gemacht. Ich trinke den wirklich viel. Dann habe ich heute erst dieses Duschgel leer gemacht von Human and Kind. Und zwar war das im Glossybox Adventskalender. Das riecht nach Orange, sehr angenehm. Nach Orange richtig schön fruchtig, aber nicht künstlich. Und es hat wirklich toll gepflegt, hat die Haut nicht ausgetrocknet. Ja, das ist hier vegan, ja, kind, natural. Genau, und gerade also die Goodiebox ist ja auch dafür bekannt, dass sie meistens ja nachhaltige
vegane, halt ökologisch gute Produkte reinpackt. Und ja, so, das fand ich recht gut. Dann habe ich noch einen Tee leer gemacht. Ich habe gesehen, Tee interessiert euch auch. Deswegen habe ich das jetzt auch mal in meinen Aufgebraucht mit reingenommen. Und zwar den hier. Auch einer meiner Lieblingstees von Teekanne, mediterraner Pfirsich. Schmeckt auch kalt, super, super gut. Ne? Spart man sich richtig diesen zuckerreichen Pfirsich-Eistee, wenn man sich den aufbrüht. Vielleicht ein Stückchen Zucker rein. Ich nehme immer einen Süßstoff mit rein. Und wenn man sich den dann kalt stellt, schön mit Eiswürfeln, ist genauso gut wie jeder, wie jeder Eistee mit Zucker. So, dann habe ich noch ein Badeprodukt von meinem Kind. Das ist jetzt von Isana. Das ist das 2-in-1 Seifenblasen- und Schaumbad. Und der liebt es, wenn er in der Badewanne ist und richtig viel Schaum hat. Und das Zeug, das ist eigentlich so grün, das macht wirklich richtig viel Schaum. Oder da kann man, wenn man mit der Brause dann nochmal nachgeht, dann bildet sich wirklich so eine richtig große Schaum, sag mal schnell, so richtig viel Schaum auf jeden Fall. Und man, da ist halt aber auch so ein Seifenblasending mit dabei. Also kann man theoretisch auch Seifenblasen mitmachen. Das habe ich jetzt nicht mit ihm gemacht, weil da hatte ich jetzt im Badezimmer keinen Bock drauf. Und ja. Dann habe ich als nächstes einen Rasierschaum oder beziehungsweise ein Rasiergel leer gemacht. Zum Glück hatte ich noch eins im Backup. Ich muss mir jetzt auch nochmal wieder... Ich habe jetzt tatsächlich schon wieder einiges auf der Liste für meinen nächsten DM-Haul, was ich wirklich brauche. Also da gehört es auch Rasiergel dazu. Eins hatte ich jetzt noch. Dann habe ich eine Handseife leer gemacht, die ich auch sehr gerne mag. Nivea Creme Soft. Einfach, ich mag diesen neutralen Seifen. Geruch, wisst ihr, was ich meine? So ein Nivea-Geruch, das ist einfach meins. Ich mag nicht so gern so ganz süße Geschichten. So, ja, dann ist das Shampoo, was ich jetzt in der Alverde-Zeit, in dem Alverde-Monat benutzt habe, ist jetzt leer gegangen. Von der Spülung habe ich noch so ein ganz kleines bisschen. Ist aber auch fast leer. Wie gesagt, ich hatte das in meinem Alverde-Video ja gesagt. Ich kann euch das gerne mal hier verlinken. Dass ich, also das alleine war jetzt für mich zu wenig. Aber in Kombination mit der Spülung und mit der Haarkur, die ich verwendet habe, hat das meinen Haaren ganz gut getan. So, dann habe ich ja, jetzt noch kommen so ein paar Alverde-Produkte, die ich halt alle leer gemacht habe. Hier in dem, das ist das Gesichtstonic. Das hatte ich auch in dem Video gesagt, dass ich das echt gut fand. Da ist Heilerde drin. Das Einzige, was mich da dran gestört hat, ist, hier steht drauf, dass man es gut schütteln soll, bevor man es benutzt. Habe ich auch immer gemacht. Aber nichtsdestotrotz hat sich die Heilerde dann doch immer weiter unten abgesetzt. Und das heißt, je mehr man näher man zum Ende kam, ja, desto konzentrierter wurde das im Prinzip. Ne? Desto mehr von dieser Heilerde war halt enthalten. Und dann fand ich es schon... Ja, am Ende so ein bisschen sandig irgendwie. Also hatte man, ich hatte so einen Grauschleier halt dann auch auf dem Gesicht. Klar, eine Followerin hatte die Idee, das hätte ich vielleicht auch machen können, da halt irgendwie ein anderes Gesichtswasser oder ein normales irgendwie noch reinzugeben. Aber gut, in meinem Fall jetzt wollte ich natürlich auch das Ergebnis nicht verfälschen, indem ich da ein anderes Gesichtswasser reinmische und euch da halt genau sagen, wie ich es fand. Ja. Wattepads, diesmal hatte ich hier welche von Kien dazu, von Lidl, die Eigenmarke. Ja, die waren ein bisschen klein, also ich mag lieber die großen, würde ich sagen, aber die waren in Ordnung. Die sind da auch nicht teuer dabei. Ja, dann habe ich hier dieses grauenhafte Trockenshampoo. Es ist nicht aufgebraucht, aber ich fand es ja so grottenschlecht, dass ich es auch nicht... auch nicht aufbrauchen möchte und es auch niemand anderem auch niemand anderem zumuten möchte. Deswegen wird das entsorgt. So, jetzt hole ich mal die letzten Sachen hier raus. Dann auch von Alverde die Cremelotion. Da hatte ich in dem Video auch schon gesagt, also die war ganz gut. Vom Geruch her war es nicht hundertprozentig meins. Aber das war halt eine Bodylotion, die man wirklich nur
meiner Meinung nach abends verwenden kann, weil sie sehr schlecht eingezogen ist, beziehungsweise sehr lange gebraucht hat, um einzuziehen. Und wenn man halt morgens duscht und sich dann danach auch anziehen möchte, finde ich es blöd, wenn man wirklich noch so einen dicken, weißen Cremefilm auf der Haut hat und das dann im Endeffekt alles in den Klamotten. Das mag ich nicht so gern. Deswegen habe ich die halt immer abends benutzt. Dann hier auch von Alverde die... Das Duschgel, da habe ich ja schon gesagt, das sollte eigentlich eine Cremeöldusche sein. Die war in Ordnung, aber da habe ich mir von Cremeöl wesentlich mehr versprochen. Also von den Alverde-Produkten außer das Gesichtstonic. Ansonsten würde ich da jetzt, glaube ich, nichts weiter von nachkaufen. Dann habe ich eine Sonnencreme leer gemacht von Garnier Ambre Soyer 50+. Die ja, versuche ich jeden Tag zu verwenden. Ich bin ehrlich, ich denke auch nicht immer dran. Bei diesen ganz krassen Regensturmtagen, jetzt hatte ich auch mal keinen Bock drauf, aber ich versuche es immer dran, irgendwie dran zu denken. Dann hatte ich hier eine Vitamin-C-Tuchmaske von Schemes, die fand ich echt gut, muss ich sagen. Die hat mir echt gut getan. Also da habe ich auch tatsächlich an der Haut so ein bisschen was gemerkt. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nach. Ich finde sowieso, meine Haut findet Vitamin C echt gut. Also muss ich sagen. So, und dann habe ich tatsächlich jetzt mal ein Avant-Produkt mal selbst benutzt. Und es nicht verkauft, sondern selbst benutzt. Und zwar ist das von Avant das Pink Orchid Restoring Overnight Serum. Ja, und was soll ich sagen? Das ist ja auch wieder so ein Ding, was 100 Euro kostet. Was hat es mir gegeben? Nichts. Nichts. Also ich habe nichts festgestellt, dass das in irgendeiner Weise positiv was, also negativ auch nicht, aber positiv irgendwas Tolles für meine Haut getan hat, was diesen Preis von 100 Euro und mehr rechtfertigen würde. Never ever. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das jemand sonst kauft. Also das einzige Produkt, was ich wirklich richtig gut fand bis jetzt von Avant, was ich mir dann aber allerdings auch über Vinted oder eBay Kleinanzeigen oder so nachgekauft habe, mal war der Primer von Avant, den fand ich ganz gut. Aber diese ganzen Sachen, das, also es ist nice to have, wie man so sagt, ne? Kann man benutzen, schadet auch nicht, ist ganz angenehm, aber ich kann diese Preise nicht nachvollziehen, sorry, überhaupt gar nicht. Deswegen, also war jetzt nicht besser oder schlechter als jedes andere x-beliebige Serum, was ich schon mal benutzt habe. Also hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Ja, ihr Lieben, Karton ist leer. Das war mein, ja, der Monat ist ja nicht so lang, ne? Februar. Mein Aufgebraucht-Video für Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen lieben Kommentar da lasst. Ich sage es immer wieder, aber es bedeutet mir die Welt und ist ganz, ganz wichtig für meinen Kanal, dass ihr da zeigt, dass ihr da seid und euch das hier interessiert, was ich mache. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und ja, ich muss meine guten Wünsche noch ein bisschen erweitern. Beten und hoffen wir für das Beste für Europa, dass wir keiner schlimmen Situation ausgesetzt werden und keinem Krieg ausgesetzt werden. Ich kann schon fast an nichts anderes mehr denken. Es ist deswegen versuche ich euch hier mit stupiden Beauty-Videos ein bisschen abzulenken, ein bisschen aus der, ja, bisschen aus der schlimmen Realität gerade rauszuholen. Ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen. Und ja, wie gesagt, ihr Lieben, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!